Liebe Plauner, Sachsen, Thüringer, Bayern, Gäste und alle Unterstützer deutschlandweit. Zu unserer 15. Sonntagsdemo von WSD heißen wir euch herzlich willkommen. Als erstes zu den Veranstaltungsregeln und Auflagen durch das Ordnungsamt. Folgende Sachen sind untersagt: Alkohol, Glasflaschen, Getränkedosen, keine Hunde außer Blindenhunde, Fahnen, Plakate, Flyer oder ähnliches. Bitte folgen Sie den Weisungen der Ordner, zu erkennen an den weißen Armbinden mit der Aufschrift Ordner, und achten Sie auf Ihren Nebenmann. Die Menschen, die hier sprechen, vertreten ausschließlich ihre eigene Meinung und Ansicht, die nicht zwangsläufig der unseren entspricht. Wir bieten nur die Plattform. Wie Sie vielleicht wissen, nahmen wir wiederholt am vergangenen Donnerstag an einer Veranstaltung von Frau Weyer, Superintendentin der Evangelischen Kirche in Plauen, teil. Diese sogenannten Plauener Gespräche wurden durch Absprache zwischen Kirche, Landrat, OB und WSD ins Leben gerufen. Auch wenn die Presse und Veranstalter uns wohl vermutlich absichtlich vergessen haben zu erwähnen. Auch ist uns dabei ersichtlich geworden, dass durch bewusst eingesetzte, in Anführungszeichen unparteiische Moderatoren, keine Ergebnisse, sondern nur ein Totschlagen der Zeit das Ergebnis ist und wahrscheinlich auch so sein sollte. Wir, und damit meine ich WSD, setzen uns für Veränderungen, positive Veränderungen in unserem Land ein. Es bringt uns nichts, wenn beispielsweise versucht wird, die Übergabe der Resolution an den Oberbürgermeister Herrn Oberdorfer zu verhindern. Ebenfalls mit Verachtung, Zitat Weyer wohlgemerkt: Menschen sind, wie sie sind, das sagt ja auch etwas aus. Ist die Ankündigung der von uns angekündigten eigenen und ungelenkten Veranstaltung Plauener Spitzengespräche am 18.02.2016 um 19 Uhr im Malzhaus zitiert worden? Ich möchte noch einmal betonen, uns geht es hier um die Probleme in unserem Land, die im Interesse und Bedürfnis aller einer Lösung bedürfen. Lobend möchte ich unseren OB Ralf Oberdorfer, der unseren vollen Respekt verdient. Er steht zu seinen Aussagen und vertritt vorbildlich seine Wählerschaft. Wir können stolz sein, so einen Oberbürgermeister zu haben. Danke. Ja, nochmal kurz zum Nachgang zu dieser Veranstaltung am Donnerstagabend. Jetzt ist schon wieder im Netz dieses sogenannte Aktionsbündnis gegen Rechts im Vogtland schon wieder schwer zugange und behauptet, das war also für einen menschenfreundlicher unerträglich, es waren also nur Nazis dort. Ich fordere dieses Aktionsbündnis noch einmal auf: Zeigt endlich mal euer Gesicht. Also Bekannte von mir sagen, das Aktionsbündnis gegen Rechts ist eigentlich Janina Pfau und ihr Hund. Mehr gibt's nicht. Ich würde es gerne mal selber wissen. Ich habe zu dieser Veranstaltung noch einmal angemahnt, man möge mir bitte mal das Bild erklären, was am 20.09. am Wendedenkmal aufgehängt war, wo drauf stand: Sachsen, du Müsestück Scheiße. Da stand nämlich der runde Tisch dahinter und eben dieses Aktionsbündnis gegen Rechts. Und wahrscheinlich haben sie sich deswegen etwas angegriffen gefühlt. Aber außer dass sie jetzt uns wieder als Nazis beschimpfen, gibt es keine weitere Reaktion. Und für mich ist es Rassismus, wenn jemand hergeht und ruft: Deutschland, du Müsestück Scheiße, oder Deutschland, verrecke. Das ist Rassismus. Die Leute gehören vor Gericht und nicht mir. Ja, man könnte stundenlang dazu referieren. Man muss ja nur, wenn man kurz in die Zeitung geguckt hat, dieser Herr Altmaier, dann hat es ein Interview gegeben, 62% der Deutschen, schreibt man jetzt sogar in der Zeitung, sind also gegen den Kurs der Angela Merkel. Und der Herr Altmaier sagt, wir machen aber trotzdem weiter, weil es richtig ist. Das ist das Gleiche, die hauen halt auch dem Volk einfach Placebos vor. Da wird eben jetzt gesagt, na gut, bei TTIP, jetzt haben wir ja Einsichtnahme, die Abgeordneten können jetzt die Akten einsehen, ja. Einsehen, ja, aber wahrscheinlich mit verbundenen Augen. Sie dürfen keinen Stift mitnehmen in das Zimmer, kein Stück Papier, kein Handy, kein Fotoapparat. Und wenn Sie das Zimmer verlassen, unterschreiben Sie dafür, dass Sie nichts über den Inhalt der Verträge verlauten lassen. Also die machen weiter wie gehabt. Und genau so eine,
Und genau so eine Augenwischerei wird es sein mit diesem schnellen Abschiebeverfahren für kriminelle Asylanten. Da wird genauso wenig passieren wie bei diesen DITIB. Das ist einfach nur Placebos für Volk. So einfach ist das. So, Goran, du kannst als Nächsten begrüßen wir Goran Schiller vom Pferdehof in Oberlosau. Danke. Guten Tag, mein Name kennen Sie, ich habe hier schon zweimal gesprochen. Ich möchte mich zu Beginn nochmal bedanken bei der Einladung von Katrin und Veit Gehler aus Bautzen. Dort habe ich am 20.12. auf der Wir sind Deutschland-Demonstration gesprochen. Das ist alles anders dort, das ist alles wesentlich kleiner als hier, sehr mühsam. Die Beginne, wie sie dort durchhalten, ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, sie wissen es selber auch nicht. Jedenfalls, vielleicht liegt es an diesem trotzigen Selbstbewusstsein, was den Vogtländern eigen ist, was manchmal uns als streitlustiges Bergvolk angekreidet wird, was uns aber sonst wo vorbeigeht. Keine Ahnung, woran es liegt. Jedenfalls wünsche ich Ihnen und den anderen Initiatoren dort in Bautzen viel Kraft und viel Durchhaltewillen für Ihren weiteren Weg. Ich hätte heute mal eine ungewöhnliche Bitte, und zwar habe ich heute was ausgearbeitet zum Thema Zuwanderung. Das ist ein ganz schöner Brocken, ich kriege es aber schlecht ein bisschen geteilt, so dass der Sinn erhalten bleibt. Ich muss schauen, dass ich trotzdem irgendwie in der Zeit bleibe. Wenn wir einfach könnten auf Zwischenapplaus verzichten und ich schaue, dass ich das hier irgendwie fertig kriege, dann wäre das eine feine Sache. Und zwar wollte ich zum Ersten sagen, dass ich meinen 15 Monaten Zivildienst Anfang der 90er Jahre in der Asylerstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz abgeleistet habe, zur Zeit des Jugoslawienkrieges, und anschließend fast 2 Jahre in typischen Einwanderungsländern gelebt habe, in Kanada und in den USA. Also habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Einblick in die Materie der Zuwanderung als ein großer Teil unserer Politiker, vermute ich mal. Ich habe hier verschiedene Oberpunkte. Zum einen, erstens, wer kommt hier? Zweitens, wie wird es begründet? Drittens, eine Analyse, warum geschieht das Ganze? Und viertens, Lösungsvorschläge. Und ich hoffe, ich komme wie weit. Ehe man zu dem, was hier geschieht, kommt, erstmal zu dem Wie. Die Vorgehensweise, einfach die Grenzen zu öffnen und Massen von Menschen unkontrolliert und unregistriert ins Land zu lassen, ist nicht mehr naiv zu nennen, sondern schon grob fahrlässig oder einfach nur dumm. Wenn wir einreisen, wenn wir aus dem Urlaub kommen, dann werden wir bis aufs Kleinste kontrolliert. Die Papiere, das Gepäck, da kann man die Schuhe noch aufs Band legen und durch den Metalldetektor schicken. Jetzt noch mit 6 Monaten Vorratsdatenspeicherung. Und hier reisen Leute ein, von denen keiner weiß, woher sie kommen, keiner weiß, wie viele, keiner weiß, wohin sie gehen, keiner weiß, was die im Gepäck haben, keiner weiß, wer das ist. Das kann ein Gemüseverkäufer sein, der kann zu Hause aber auch schon 100 Leute den Kopf abgehackt haben. Kein Mensch weiß das. Selbst der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei sagt, dass nur 25-30% überhaupt irgendwelche Dokumente dabei haben und dass man im Nachhinein von 92-95% am Ende nicht sicher sagen kann, wer sie sind und woher sie kommen. Laut Freie Presse vom 3.12. reisen 300.000 unregistrierte Ausländer in Deutschland herum, laut Meldung in der nächsten Tage sogar zwischen 200 und 600.000. Unsere Bundeswehr hat eine Sollstärke von 175.000 Mann, einschließlich offene Stellen und Bürohengste. Das heißt, hier sind mindestens doppelt so viele unregistrierte Ausländer im Land, wie die Bundeswehr überhaupt Leute hat. Das ist ein sicherheitspolitischer Blindflug allererster Güte. Das nächste ist, wenn man hier irgendeinen Chihuahua oder eine Stubenkatze in die EU einführt, dann müssen die einen Impfausweis haben oder die müssen in Quarantäne. Und welchen Kontroll- und Meldepflichten wir Landwirte unterworfen sind, wenn wir Tiere einführen, das ist ein riesiger bürokratischer Ziehauf, da will ich gar nicht erst damit anfangen. Und hier wird zumindest gesagt, dass die Zuwanderer untersucht würden, wenn sie denn überhaupt registriert sind. In Bayern wurden gar keine mehr untersucht, weil sie es überhaupt nicht mehr geschafft haben. Und 300.000, wie gesagt, sind überhaupt nicht registriert, also auch nicht untersucht. Die kommen aus Ländern, da gibt es Krankheiten, die gibt es hier schon 100 Jahre lang nicht mehr. Die kommen aus Kriegsgebieten, wo die Seuchenlage immer kritisch ist. Und ich will nicht sagen, was die alles mitbringen könnten. Es geht ja nicht um Panikmache. Es geht aber darum, dass das ein gesundheitspolitischer Blindflug allererster Güte ist. Und dass solche Aussagen in der Zeitung als Stimmungsmache dargestellt werden, das werde ich das nächste Mal im Veterinäramt sagen, wenn die zu mir kommen und meine Viecher kontrollieren wollen. Da sage ich, ist doch alles Stimmungsmache, was ihr hier macht.
schafft das sonst nicht, wirklich. Frage, wer kommt da eigentlich? Sowohl bei der Analyse, wer da überhaupt zu uns kommt, als auch bei den Rechtfertigungen, warum das prima wäre, wird viel zu viel pauschaliert, es werden viel zu viele Dinge in einen Topf geworfen. Die derzeitigen Zuwanderer sind nicht alles Kriminelle und sie sind auch nicht alle hilfsbedürftig. Vergleichen wir ganz einfach mal, welche Leute aus unserem Land ausgewandert sind in die neue Welt im 19. Jahrhundert. Warum? Da gibt es ein Zitat. Das lautet, wer die Vergangenheit nicht kennt, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Das ist von dem Philosophen George Santayana. Es waren damals politisch Verfolgte dabei, Revolutionäre, was weiß ich. Da sind heute sicherlich auch einige dabei, aber wahrscheinlich wenige. Es waren damals religiös Verfolgte, die hier weggingen. Sind heute sicherlich auch welche dabei, aber eher wenige, denke ich. Es waren arme Schweine dabei, die in der Heimat keine Perspektive hatten, die teilweise noch jahrelang dann ihre Schiffspassage in Amerika abgearbeitet haben. Das waren damals sehr viele, das sind heute wahrscheinlich auch sehr viele. Es waren Kriminelle dabei, da waren Leute dabei, die vor Spielschulden hier davongelaufen sind, da waren welche dabei, die haben freitags die Firmenkasse ausgeräumt, waren montags schon auf dem Schiff, da waren Gewaltverbrecher dabei und alles. Das war damals schon einige und das werden heute auch wohl einige sein. Es waren junge Leute dabei, die das große Abenteuer gesucht haben. Damals sicher nur wenige, aber heute wohl sehr viele. Wenn ich mir die vielen jungen Männer unter den Zuwanderern anschaue, die am nötigsten jetzt zu Hause gebraucht würden, um dort ihre Familien zu beschützen und stattdessen hier rumlungern, anders kann man das nicht bezeichnen, zum ersten Mal sich nicht unter der Kontrolle ihrer Großfamilie befinden, hier Alkohol trinken, was ihnen eigentlich verboten ist, hier Frauen und Mädchen belästigen, weil die ihrer Ansicht ja nach willig und jederzeit zu haben sind, wenn sie hier unverschleiert und ohne männliche Bekleidung in der Öffentlichkeit rumlaufen. Da waren damals Glücksritter dabei und Menschen mit Illusionen, die dachten, in der neuen Welt, von der sie nichts wussten, liegt das Gold auf der Straße. Man müsste sich bloß bücken und das aufheben und jeder wird zum Millionär. Das waren damals einige und heute sicherlich auch unter den Zuwanderern. Und all diese Menschengruppen, die damals aus den verschiedensten Gründen in die neue Welt ausgewandert sind, die suchten dort eigentlich nur ein besseres Leben, egal was auch immer jeder darunter verstanden hat, beziehungsweise einfach die Erfüllung ihrer Wünsche, so wie die Zuwanderer bei uns heute. Dass sie dadurch unweigerlich der eingeborenen Bevölkerung, die die Ankömmlinge am Anfang mit Lebensmitteln und Kleidung versorgt hatten, ihre Heimatnamen, ihre Lebensgrundlage, ihre Kulturen und Sprachen zerstört haben, das war nicht beabsichtigt, aber es geschah einfach zwangsläufig durch die hohe Zahl der Einwanderer. Und so führen die Nachkommen der Eigentümer des Landes bis heute ein Leben als diskriminierte Minderheit unter der Herrschaft der Nachkommen der Einwanderer. Wünschen wir uns dieses Schicksal wirklich für unsere Kinder und Enkel? So ist es dort. Ich habe es dort so gesehen, dass es so läuft. Die, denen eigentlich das Land gehört, die sind jetzt dort eine Minderheit. Und die haben das zu tun und zu lassen, was die Nachkommen der Einwanderer ihnen sagen. Und das kann nicht sein. Was für Menschen kommen heute noch dazu? Kriegsflüchtlinge auf der Flucht vor Kriegen, mit denen die Amerikaner zusammen mit verschiedensten Verbündeten eine ganze Weltgegend destabilisiert haben, um sich Einfluss und Rohstoffe zu sichern. Und auch auf der Flucht vor den verschiedensten Terrorgruppen, die zum Teil erst von den Amerikanern aufgebaut wurden und dann erstarkt sind als Reaktion auf die willkürliche Gewaltanwendung durch die Amerikaner, so wie Gewalt immer gegen Gewalt hervorruft. Das ist meiner Meinung nach eine Minderheit unter den Menschen, die in unser Land strömen. Wenn ich höre, dass oft von Summen zwischen 5.000 und 10.000 Euro die Rede ist, die diese Leute ausgegeben haben, um hierher zu kommen, da frage ich mich, ob unsere Politiker überhaupt wissen, wie viele Menschen es in unserem Volk gibt, die niemals 7.000 oder 8.000 Euro zusammenkratzen könnten, selbst wenn sie ihre ganze Verwandtschaft anpumpen. Da sind Fanatiker dabei, die sich hier unbehelligt um islamistische Prediger scharen dürfen und nicht nur davon träumen, sondern mit aller Anstrengung daran arbeiten, mit radikalisierender Propaganda, mit Hilfe der massenhaften Zuwanderung von Moslems, mit Hilfe des Familiennachzuges, mit Hilfe der wesentlich höheren Geburtenraten der muslimischen Bevölkerung und mit Hilfe von gemischten Ehen in ganz Europa eine Bevölkerungsmehrheit oder zumindest erst einmal eine meinungsbildende Menge zu erreichen, was ihnen hier und da bereits gelungen ist, um ihre Werte und Normen hier zur allgemeinen Norm zu machen und ihre Religion, die sich weltweit grundsätzlich über jedes staatliche Recht stellt, hier durchzusetzen. So wie es ihnen nach dem Vorbild ihres Propheten in Form der Hedschra aufgetragen worden ist, die Welt mit Hilfe von Einwanderung und heiligen Krieg für den wahren Glauben in Besitz zu nehmen.
Wie begründen unsere Politiker, Parteien und Verbände ihre passive Duldung bis hin zur aktiven Unterstützung dieser massenhaften Einwanderung? Die Linken bis hin zu Linksradikalen schreien oft aus Prinzip Deutschland für alle. Davon abgesehen, dass Deutschland schon heute nach den Niederlanden das am dichtesten besiedelte Land Europas ist und das auch zu Aggressionen und Konflikten führt, als wenn man viele Laborratten immer mehr in einem Käfig zusammenpfercht, ist Deutschland für alle physisch unmöglich. Denn alle sind inzwischen ca. 7 Milliarden Menschen. Das heißt, wenn die alle nach Deutschland kommen, sind das 20 Leute pro Quadratmeter. Und die können wir nur unterbringen, wenn wir Deutschland von Helgoland bis zur Zugspitze mit Hochregalen zustellen. Es ist ein Trauerspiel, dass ich das denkenden Menschen erklären muss, dass sowas Blödsinn ist. Teile der CDU und die christlichen Kirchen begründen ihre Unterstützung des Kurses unserer Kanzlerin der Herzen mit Mitleid bzw. christlicher Nächstenliebe. Ich als Heide praktiziere vielleicht keine christliche Nächstenliebe, aber das Mitfühlen mit Menschen, denen es schlechter geht als einem selbst und das Bedürfnis, ihnen zu helfen, ist doch einer der wichtigsten moralischen Grundwerte für uns alle, ob nun Christen oder nicht. Pfarrer Gräser von der Luthergemeinde hat zur Diskussion im Malzhaus treffend gesagt, nun sei das Elend dieser Welt einfach in unserer Mitte angekommen. Da hat er absolut recht. Viel zu lange haben wir hier auf unserer Insel der Glückseligen gelebt und viel zu viele von uns waren der Meinung, das neue Smartphone, was nach 2 Jahren schon wieder umgetauscht werden muss, oder die schicken Klamotten, die nach einem halben Jahr weggeschmissen werden, nicht weil sie kaputt wären, nein, weil sie nicht mehr der letzte Schrei sind, oder 3-mal im Jahr in Urlaub fliegen, das wären Dinge, die wichtig wären im Leben. Wer so bedenkenlos Rohstoffe und Energie verschwendet, der lebt auf Kosten der restlichen Welt. Das kann so auch nicht weitergehen. Aber heißt denn Hilfe, dass wir alle, denen es schlechter geht, am besten herholen, mit materiellen Anreizen aus ihrer Heimat reisen müssen, mit der Begründung der Integration dazu zwingen müssen, ihre eigene Kultur, ihre Sitten, Gebräuche und Lebensnormen aufzugeben, alle Kriege und Konflikte dieser Welt in unser Land holen müssen, mit dem Wissen, dass wir damit keinen einzigen Konflikt in den Herkunftsländern lösen. Ein minderjähriger Ausländer kostet im Monat 4.000 Euro. Für dieses Geld können wir dort mindestens 10 oder 20 Mal so vielen Menschen helfen, innerhalb ihrer Kultur, ohne ihre Gesellschaft durch Abwanderung zu zerstören und ohne unsere Gesellschaft durch diese maßlose Zuwanderung zu spalten und unsere Identität als Volk zu zerstören. Eine weitere Begründung ist der demografische Wandel. Wir haben viel zu wenige Kinder. Da holen wir einfach Menschen von sonst wo, ob sie hierher passen oder nicht. Das ist wie beim kaputten Auto. Da kann ich immer Öl nachschütten oder ich kann es reparieren. Natürlich ist es viel einfacher, Menschen zu importieren, als nachzuforschen, was hier schiefgelaufen ist und das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen. Fragen wir doch mal, warum wir so wenige Kinder haben. Das ist ganz einfach, weil Menschen und Familien nicht wichtig sind. Nur Profit ist wichtig. Die entfesselte Wirtschaft ist nicht mehr dazu da, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, sondern umgekehrt. Unsere Menschen werden nur noch als Arbeitsvieh und als Konsumvieh gebraucht. Und wenn man nicht mehr arbeitet, um zu leben, sondern lebt, um zu arbeiten, stören Kinder nur. Und wenn die Menschen nicht mehr Dinge konsumieren, um zu leben, sondern leben, um zu konsumieren, sind Kinder genauso nur im Weg. Dort liegt das Problem, abgesehen vom kinderfeindlichen Aufbau unseres Wahl- und Steuerrechts und der Sozialsysteme. Was immer wieder gebracht wird, ist der Fachkräftemangel. Solange viele Menschen in befristeten Arbeitsverhältnissen angestellt sind, viele immer noch für Billiglöhne arbeiten und ständig Menschen durch die Automatisierung frei werden, ist das relativ. Außerdem bin ich überzeugt, dass wir genügend Fachkräfte haben, nur an den falschen Stellen. Die gesamte Bürokratie und die öffentliche Verwaltung in unserem Land sind oft derartig aufgebläht, dass sie sich mehr mit sich selbst beschäftigen als mit echten Problemstellungen. Wenn man diese Monster, die das Land mit Anträgen, Bescheiden, Verordnungen, Formularen und Gebühren umschlingen wie ein Krake mit seinen Fangarmen und zu viel Eigeninitiative lähmen, soweit wie irgend möglich reduziert, werden viele Menschen frei, die unsere Wirtschaft dringend braucht, vom Geld ganz zu schweigen. Wenn ich nur sehe, wie viele Menschen sich bundesweit auf Seiten der Finanzämter und auf Seiten der Steuerberater täglich bekriegen, ohne dass dadurch irgendeine Wertschöpfung stattfindet, weiß ich, wie viele hochqualifizierte Fachkräfte unserer Wirtschaft zur Verfügung stehen würden, wenn wir ein modernes, nachvollziehbares und überschaubares Steuersystem hätten. Das ist unsere Perspektive. Aber was ist mit den Herkunftsländern? Wie sollen die jemals vorankommen, wenn wir uns auf ihre Kosten mit Fachkräften eindecken?
Die Amerikaner haben daraus ein System gemacht. Man nennt das Brain Drain, das heißt Gehirne abziehen. Leistungsstarke Studenten aus Entwicklungsländern erhalten in den USA Stipendien. Und wenn sie fertig sind mit Studieren, werden sie mit Gehaltsangeboten zum Bleiben bewegt, die viel Idealismus erfordern würden, um sie auszuschlagen und stattdessen heimzukehren. So werden aber die ärmeren Länder auf ewig klein gehalten und wir haben dann die Flüchtlinge hier. Davon abgesehen sind unter den derzeitigen Zuwanderern so gut wie keine Fachkräfte, sondern viele Analphabeten, viele Ungelernte, einige Leute mit einfachen Berufen, die hier nicht benötigt werden und eine Handvoll Hochqualifizierte, die in ihren Herkunftsländern bitter nötig gebraucht würden. Es heißt, wir brauchen sie, um unseren Wohlstand zu erhalten. Da frage ich, wessen Wohlstand? Es war doch bei den Türken, die vor Jahrzehnten in die BRD geholt wurden, schon so, dass ein paar Firmenchefs und Aktionäre ordentlich Kohle damit gemacht haben und die Probleme, die das mit sich brachte und bis heute bringt, wurden auf die Gesellschaft, sprich auf die Steuerzahler abgewälzt. Selbst wenn es ein Wohlstand für alle wäre, müssen wir uns fragen, ist uns etwas mehr Wohlstand wichtiger als die Weiterexistenz unseres Volkes? Wir würden so Vielfalt erleben, heißt es. Innerhalb unseres Volkes gibt es eine solche Vielfalt an verschiedenen Volksgruppen, Dialekten, Gebräuchen und Lebensweisen, die gerade zugunsten von Englisch und zugunsten eines internationalen Mischmaschs eingestampft werden. Und bedeutet dieser internationale Mischmasch denn Vielfalt? Auf den ersten Blick ja. Aber wenn man alle Völker in einen großen Topf gibt und kräftig umrührt und dann überall, ob in New York, in Johannesburg oder in Berlin, den gleichen zusammengerührten Brei antrifft, der von nichts zusammengehalten wird als von der Aussicht auf Geld, dann ist das Ende der Vielfalt. Vielfalt gibt es nur, solange es verschiedene Völker und Kulturen gibt. Also auch unser Volk mit seinen vielen verschiedenen regionalen Kulturen. Wir wären so ein reiches Land, wir müssten teilen. Wer ist denn hier reich? Sind die Rentner reich, die unser Land aus dem Schutt aufgebaut haben? Die jetzt am Existenzminimum leben zum Teil, sind behinderte Menschen in unserem Land reich? Ich kenne da Beispiele, die für jeden Euro kämpfen müssen. Sind die Kinder aus ärmeren Familien reich, die nie die gleiche Chance auf eine höhere Schulbildung haben wie die Kinder aus reichen Familien? Die Gefahr, dass die mal reich werden, die ist äußerst gering. Laut Freie Presse vom 26.01.16 verfügen die obersten 10% aller deutschen Haushalte über die Hälfte des verfügbaren Vermögens. Die ganze untere Hälfte der Menschen nur über 1%. So reich ist unser Land. Wir müssten uns besonders vorbildlich hervortun, heißt es, wegen unserer Nazi-Vergangenheit. Kurze Frage, haben Sie eine Nazi-Vergangenheit? Haben Sie eine? Ich habe keine. Natürlich muss man wissen, was damals geschehen ist und dafür sorgen, dass sich sowas nie mehr wiederholt. Aber meine Eltern sind schon nach dem Krieg geboren. Wem soll ich denn was getan haben? Wofür soll ich mich denn schämen? Der Rest unseres Landes, in dem unser Volk nach dem Krieg zusammengepfercht wurde, war so zerstört wie wahrscheinlich noch kein Land in der menschlichen Geschichte. Und unsere Großeltern, die übrigens nicht aus diesem Land geflohen sind, haben es unter größten Mühen mit hungrigem Magen wieder aufgebaut und gleichzeitig jahrzehntelang Reparationen abbezahlt. Unser Land hat überall hin, ich habe hier einen Zettel, unser Land, 3 Minuten schon drauf, unser Land hat überall hin so viel bezahlt, was will man von uns denn jetzt noch? Irgendwann muss es doch mal gut sein. Ich sag's euch, solange man uns immer wieder ein schlechtes Gewissen einreden kann, bleiben wir auf ewig erpressbar, das heißt zahlungsbereit. Wir können jetzt unsere Gesellschaft zerstören, so viel wir wollen. Wir können auch ethnischen Selbstmord begehen. Wir können damit aber nichts ungeschehen machen, was vor vielen Jahrzehnten geschehen ist. Und das erwartet auch niemand in der Welt von uns. Wir können nur aufpassen, dass sowas nicht wieder geschieht. Und das wollen wir auch gerne tun. Es heißt, wir sollten jetzt jeden reinlassen, weil wir ja auch Waffen dorthin exportiert hätten. Deswegen müssten wir jetzt auch die Folgen tragen. Da habe ich mal in meinen Terminkalender geschaut. Wann habe ich zum letzten Mal Waffen nach Syrien exportiert? Ich habe nichts gefunden. Vielleicht hat ja der Herr Gemeinhardt welche exportiert. Vielleicht der Herr Oberdorfer oder mein Nachbar. Ich glaube nicht. Das ist wie bei der Kernenergie. Weniger verdienen sich dumm und dusselig und die Allgemeinheit, sprich die Steuerzahler, die kleinen Leute, die tragen die Kosten und das Risiko. Warum geschieht das Ganze dann? Der beste Ansatz dafür ist immer die Frage, cui bono, wem nützt es? Wer hat was davon?
Die islamistisch geführte Türkei löst gerade ihr Kurdenproblem in ihrem Sinne, unterstützt gemeinsam mit den reichen Golfstaaten den IS und setzt so ihre Auslegung des Islam durch, kann durch die Flüchtlingswelle gleich noch EU-Beitrittsverhandlungen und Milliarden unserer Steuergelder erpressen und Europa durch die Einwanderung von Millionen Moslems in ihrem Sinne beeinflussen. Die Amerikaner, denen die EU und der Euro als internationale Leitwährung viel zu stark geworden waren, können die Folgen ihrer unzähligen Kriege um Rohstoffe und Einflusssphären auf uns abwälzen und Europa gezielt schwächen. Besonders wenn es hier aufgrund der unerfüllbaren Illusionen, mit denen die Einwanderer hierher kommen und der daraus folgenden Radikalisierung eventuell zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt. Das überspringen wir alles. So. Wenn in der... Überspringen wir auch. Machen wir uns doch nichts vor. Was hier stattfindet, ist doch nur gelebte Globalisierung. Und Globalisierung heißt nicht nur Vernichtung von regionalen Wirtschaftskreisläufen, regionaler Lebensmittelerzeugung, regionalem Handwerk, traditionellen Industrien, Vernichtung unserer Umwelt und sozialer Gerechtigkeit, weil sowohl die Umweltzerstörung als auch die unmenschlichen Arbeitsbedingungen weit weg von den Konsumenten stattfinden. Nein, Globalisierung heißt auch Vernichtung von Sprachen, Kulturen und Völkern. Und jetzt sollen wir halt dran sein. Warum kann das so nicht funktionieren? Integration hat ganz viel mit der Anzahl zu tun. Solange Einwanderung tröpfchenweise abläuft, ist Integration möglich. Bei einer derartigen Flutwelle wie zurzeit, bei der noch dazu kein Ende abzusehen ist, ist Integration eine Illusion. Über Jahrzehnte hinweg wurde eine falsche Politik betrieben, die eine Akzeptanz der Bevölkerung für solche Vorhaben zerstört. Besonders dort, wo Grün und Rot regiert wurde, aber auch anderswo, wurde aus lauter Beflissenheit, sich ja nicht als rassistisch angreifbar zu machen, Kriminalität von Ausländern systematisch totgeschwiegen. Egal wie die Rechtslage war, es wurde so gut wie niemand wirklich abgeschoben. Es wurden keine Forderungen betreffs Integration an Ausländer gestellt. Infolgedessen haben sich Parallelgesellschaften gebildet, zum Teil auch krimineller bis hin zu mafiöser Natur, vor allem unter hier lebenden Moslems, die vor dieser Einwanderungswelle zum großen Teil schon nicht integriert waren. Da hätte ich genügend Beispiele. Unsere Polizei und unsere Justiz haben infolge mangelnder politischer Unterstützung jeden Respekt bei hier lebenden Ausländern eingebüßt. Und die Deutschen, die für jedes kleinste Vergehen hart drangenommen werden und erleben mussten, dass gleichzeitig für andere anscheinend gar keine Regeln gelten, haben die Nase restlos voll. In der jetzigen Situation, wo die Regierung die Akzeptanz des Volkes für Einwanderung am nötigsten bräuchte, findet sie keine mehr vor. Frau Merkel hat jetzt im Fernsehen gesagt, sie erwartet, dass die Syrer nach dem Ende des Krieges wieder zurückgehen. Das sind natürlich ganz andere Töne. Das würde wirklich die Lage wesentlich akzeptabler machen, wenn Menschen hier wirklich nur vorübergehend Zuflucht finden. Gut. Aber mir fehlt der Glaube. Ist gut. Mir fehlt der Glaube. Wenn man das gesehen hat, die Türken, die gleich wieder heimgehen sollten, nachdem sie hier gearbeitet hatten, oder die libanesischen Großfamilien, / Banden, die jetzt deutsche Großstädte terrorisieren. Der libanesische Bürgerkrieg ist 30 Jahre her. Da ist keiner wieder heimgegangen. Wir glauben es einfach nicht mehr. Den Rest kriege ich nicht mehr hin. Zeit um. Danke, Herr Schröder. War etwas länger wie geplant. Aber dann war ganz gut zuzuhören. Ja, reiches Land Deutschland. Hier haben wir 2,3 Millionen Schulden. 1 Million Kinder an der Armutsgrenze und die Frau Merkel sagt, am Geld liegt's nicht. Oder ist es vielleicht so eine Art deutsche Großmannssucht? So kommt die mir langsam vor. Wir hätten Probleme über Probleme. Vorsicht, das ist ein bisschen kaputt, leider. Das war zu schwer vorhin. Ja, der Herr Mülius als nächster Redner. Ich muss mich jetzt verabschieden von heute. Ich habe heute noch eine kleine familiäre Angelegenheit. Also ich wünsche noch einen schönen Sonntag und gutes Zuhören. Ja, hallo alle. Ich hatte gebeten, dass ich jetzt dran komme, einerseits um etwas Zeit wieder gut zu machen von meinem Vorredner, der im Übrigen aber sehr gut gesprochen hat. Und zum Zweiten, weil ich denke, das, was ich zu sagen habe, passt vielleicht ganz gut im Anschluss daran. Erstmal, warum gehe ich zur WSD? Weil WSD für mich zurzeit die einzige akzeptable politische Plattform ist, der ich noch vertraue und wo ich weiß, dass ich meine Meinung sagen kann und wo vor allen Dingen Menschen vor mir stehen, die es auch verstehen. Ich muss ja nicht irgendwas rumlabern. Ich brauche auch nicht irgendwelche Politiker, die immer so tun, als würden sie mich verstehen. Nee, die wollen mich gar nicht verstehen. Die können mich auch nicht verstehen, weil sie sind doch nicht meine Vertreter. Sie lassen sich zwar von mir wählen, aber sie vertreten mich nicht. Und
deshalb, und jetzt kommt nämlich ein entscheidender Punkt, wir können uns Woche für Woche hier drüber beschweren. Wir können uns über die vielen Flüchtlinge beschweren, wir können uns beschweren und beschweren und beschweren. Es wird sich aber dadurch nichts ändern. Deshalb müssen wir viel tiefgreifender nachdenken. Wir müssen nachdenken, ist das eine Parteienlandschaft, die noch unseren Leuten, unseren Menschen in diesem Land gerecht wird? Ich sage nein, wir brauchen eine neue Parteienlandschaft. Ich sage euch, in der Hitliste der nicht wählbaren Parteien stehen ganz oben die SPD und die Grünen. Ich sage euch warum. Herr Gabriel, was für ein Demokratieverständnis haben Sie? Schon gehört von Gunnar. TTIP dürfen die Abgeordneten lesen, was drin steht. Aber sie dürfen nicht darüber reden. Was ist denn das für ein Stuss? Ein Blödsinn. Also wenn es noch ein guter Demokrat ist, der kommt ja noch in Konflikte. Stellt euch mal vor, der würde uns was mitteilen müssen, was uns betrifft. Und er darf es nicht. Sie sind ja schon fast suizidgefährdet. Der Herr Gabriel hat folgendes Demokratieverständnis heute ausgesprochen. Die AfD soll nicht zugelassen werden bei öffentlich-rechtlichen Sendern, bei Diskussionsrunden. Ja gut, man kann ja über die AfD denken, wie man will. Aber ist das Demokratie, sie auszuladen? Und warum? Weil eine Frau Petri sich erlaubt hat zu sagen, notfalls schützen wir unsere Grenzen mit den Waffen. Was ist da dran schlecht? Wir schicken unsere Waffen in die Welt und mit unseren deutschen Waffen werden Menschen getötet, werden Frauen und Kinder getötet. Das macht dem Herrn Gabriel nichts aus. Aber es könnte ja passieren, dass wir irgendeinen Ganoven an der Grenze mal erschießen müssten. Ich will das auch nicht unbedingt. Aber ich will auch nicht, dass dieser Zustand erhalten bleibt. Ich sage euch, man tut immer in der Politik so, als wäre jetzt die Welt am Zusammenbrechen, wenn man die Grenzkontrollen einführt. Ja, die arme Wirtschaft, ja klar, die hat natürlich ein Problem. Das kostet wieder mal ein bisschen mehr aus der eigenen Tasche. Wisst ihr was, ich stand früher an der Grenze, gut, ich gehe auch lieber jetzt so rüber. Aber dann stehe ich eben mal eine halbe Stunde zur Ausweiskontrolle, aber ich habe das Gefühl, ich lebe wieder gesichert. Und wir sollen nicht immer so tun, als hätte Deutschland nicht existiert vor der Grenzöffnung. Mein Gott nochmal, die Wirtschaft hat auch existiert, als es eine D-Mark gab und als die Grenzen noch zu waren. Und ich behaupte, wir haben nicht schlecht existiert. Ach ja, da fehlen ja noch die Grünen. Meine persönliche Freundin, Frau Eckhard Göring. Frau Roth gehört natürlich auch dazu. Was sagt sie abends im Fernsehen? Weil doch der Zuzug eingedämmt werden soll oder gar nicht erst gestattet werden soll, sagt sie. Nun werden sich die Männer in den Asylunterkünften Sorgen machen, wie es ihren Frauen und Kindern geht. Also, geht's noch? Die hauen ab, die lassen ihre Frauen und Kinder im Stich. Und jetzt dürfen die nicht noch, und jetzt machen die sich auf einmal in den Asylunterkünften Gedanken und Sorgen. Also wenn meine Frau und meine Kinder in Gefahr sind, dann mache ich mich nicht vom Acker. Dann bin ich der Letzte, der geht. Da geht erst meine Frau und mein Kind in Sicherheit. Ich muss aber noch ein Lob loswerden an die Landesregierung. Man hat, und jetzt komme ich mal wieder zum Fachlichen von aus meinem Metier, man hat den Schlüssel in den Kitas seit September letzten Jahres von 1:13 auf 1:12,5 herabgesetzt. Eine super Leistung. Ich sage euch, was das umgerechnet bedeutet. Wir haben jetzt für jedes Kind 1,5 Minuten mehr Zeit pro Erzieherin pro Tag. Super, ne? Das wird auch die Entwicklung und die Bildung voranbringen. Nein, wir sollten uns Gedanken machen, ein einheitliches Bildungssystem herbeizuführen. In ganz Deutschland! Wir sollten nicht uns Gedanken machen, wie wir abgelehnte Asylbewerber für teures Geld in die Länder zurückfliegen, sondern wie wir die Schülertransporte finanzieren. Das wäre mal eine vernünftige Idee. So, noch mal ganz kurz noch zur Integration was. Ein bisschen von der Entwicklungspsychologie. Entwicklung von Menschen fängt an im frühesten Kindesalter. Deshalb hätte ich zum Beispiel auch gerne einen besseren Schlüssel in der Kita. Nein, aber die Menschen werden kognitiv geprägt von der frühesten Kindheit an.
Sie lernen das, was sie in ihrem Umfeld erleben und was sie vorgelebt bekommen. Und jetzt kann mir doch keiner erzählen, dass die Menschen, die 20, 30, 40 Jahre und älter sind und hierher kommen, nur weil sie Deutsch gelernt haben und ein paar Benimmregeln gehört haben, die vielleicht auch in Arabisch irgendwo an die Häuser genagelt sind, dass sie jetzt auf einmal eine neue Identität haben. Das glaube ich doch nicht. Identifikation, das wäre dann das höchste Maß an Integration. Aber die werden sich doch nicht damit identifizieren, mit unserer Kultur. Warum sollen sie das? Sie sind doch anders erzogen worden. Das, was sie tun, was wir so verabscheuen, hat doch was damit zu tun, dass wir ein anderes Verständnis haben als diese Menschen. Und man kann es den Menschen nicht verübeln, sie sind nun mal so erzogen worden. Aber wir sollen nicht so tun, als könnten wir es mit ein paar Kursen einfach mal so beiseite legen. Das wird nicht funktionieren, das geht nicht, da können die gar nichts dafür. Kinder werden später sich so verhalten, wie sie von klein auf geformt wurden. Und deshalb sollten wir investieren in unsere Politik für die Kinder, für unsere Menschen bis hin zu unseren Rentnern und nicht das Geld verprassen. Wenn ich mir überlege, dass jetzt Milliardenprogramme aufgestellt werden, damit die paar Idioten von Multimilliardären zur ISS fliegen können, das kann nicht wahr sein. Sollen sie hinfliegen, aber ohne Rückflug. So, nochmal um den Kreis zu schließen. Ich bitte euch, kommt her, redet wieder mit allen. Ich höre schon wieder zu oft, ja, was soll man denn ändern? Nein, Leute, dass es Diskussionsrunden gibt, das hat man WSD zum Beispiel zu verdanken. Da sind die nicht drauf gekommen. Dass wir unzufrieden sind mit den Inhalten, ist eine ganz andere Geschichte. Aber dass wir erstmal überhaupt einladen, das haben wir uns zu verdanken. Aber die müssen nicht uns einladen, die können gerne hierher kommen. Wir laden auch alle ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, Bernd, wie immer. Als nächster Sprecher ist der Bernd Mühlius dran. Ach, Entschuldigung, der Timo. Sorry. Und ich bitte, wie immer, der Timo vertritt vielleicht manche andere Ansichten als viele, die hier auf dem Platz stehen. Aber wir lernen ja, dass wir allen zuhören wollen, also auch der Timo, bitte. Da waren wir es wieder mit dem N, ne? Genau, es ist Timon mit einem N am Ende. Das ist mir wichtig. So. Da auch mein Vorredner leider nicht wirklich viel Zeit gut gemacht hat, bitte ich einfach auch bei mir die Zwischenapplause zu verhindern. Die da vorne finden es schon witzig, sie vielleicht später. So. Hallo alle. Mein Name ist Timon Schneeheck und ich bin Schauspieler am Theater Plauen. Ich habe mir beinahe sämtliche Reden hier bei Wir sind Deutschland angehört und ich finde an sich die Idee ziemlich gut, dass hier jeder seine eigene Meinung sagen darf. Und genau das möchte ich jetzt hier tun, nämlich meine Meinung sagen. Vor allem, weil ich finde, dass diese Meinung nicht genügend vertreten war bisher hier. Zuerst mal, ich habe Flüchtlinge. Ich habe auch keine Angst vor denen. Ich finde es generell schön, wenn Leute aus fremden Kulturen hier hinkommen. Und ich freue mich darauf, in ein paar Jahren regelmäßig syrisch essen zu gehen, ein syrisches Lied zu erlernen oder andere neue Dinge innerhalb Deutschlands zu kennen. Jetzt verstehen Sie die Einleitung. So, ich komme aus dem Westen, habe lange Zeit bei Köln gelebt und kenne auch Stadtteile wie Mülheim oder Kalk. Sorry, wir wollen Meinungsfreiheit, also lassen Sie ihn bitte ausreden. Danke. Und kenne auch Stadtteile wie Köln-Mülheim oder Kalk, wo der Ausländeranteil bei knapp 20% liegt. Ich finde es ziemlich nett da. Es ist ziemlich laut, es gibt viel Gewusel, jede Nationalität hat ihre eigenen Läden und man lernt überall eine andere Art mit dem Leben umzugehen. Das finde ich interessant. Und ich denke auch, der ein oder andere hier trinkt gerne mal morgens einen Kaffee. Die Organisatoren haben das hier noch zum Start gemacht. Kaffee getrunken haben wir von den Türken gelernt, die vor knapp 200 Jahren versucht haben, uns militärisch zu erobern. Somit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Ich denke nicht, dass diese Flüchtlinge hierher kommen in der Absicht, uns Deutsche zu verdrängen oder die Mehrheit in unserem Land zu werden. Ich glaube, die kommen hierher, um Kaffee zu trinken. Ich glaube, die kommen hierher, weil sie es in ihrem Land nicht mehr aushalten. Und da ist es für mich egal, ob das wegen Krieg ist oder wegen Hunger oder wegen großer Armut.
Ich finde, wenn es jemandem so schlecht geht, dass er es in seinem eigenen Land nicht mehr aushält, dass er seine Familie und Freunde zurücklässt und freiwillig den langen Marsch hierher auf sich nimmt, dann sollte er von uns versorgt werden. Auch Frauen sollten versorgt werden. Und ja, ich finde auch die Obdachlosen in Deutschland sollten besser versorgt werden. Oder die Armen, die Kranken, die Alten, die kulturellen Einrichtungen, die Schulen und noch so einiges anderes. Aber es hilft meiner Meinung nach nicht, an der einen Ecke zu sparen, in der Hoffnung, dadurch würde an anderer Stelle mehr ausgegeben werden, weil das wird es nicht. Und das ist das Problem. Wir sparen überall im Sozialstaat und weigern uns, Steuern zu erhöhen. Sogar im Theater. Wo wir schon bei den Kosten sind, ja, wenn tatsächlich 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland kommt, muss der Staat erstmal sehr viel ausgeben, um denen allen Nahrung und ein Dach über den Kopf zu geben. Aber dieses Geld fließt doch direkt wieder zurück in den Kreislauf. Ich erkläre das noch, Daniel. Das Geld für Miete zum Beispiel geht an Hausbesitzer in Deutschland. Das Essensgeld geht an den nächsten Lidl. Der stellt aufgrund der vielen neuen Kunden vielleicht noch 5 bis 6 neue Kassiererinnen ein. Und das Geld für Deutschunterricht, naja, geht eben an Deutschlehrer. Geld, das im sozialen Bereich ausgegeben wird, verschwindet nicht auf irgendeinem Konto und wird nie wieder gesehen. Ein weiterer Grund für mehr Ausgaben im sozialen Bereich. Keine Steuerzahler. Ja. Der Wirtschaft ist nett. Was Angela Merkel macht, finde ich in der meisten Zeit so richtig blöd. Allerdings, den Punkt, wo sie die Grenzen geöffnet hat und zumindest bei Syrern kurzfristig die Prüfung ausgesetzt hat, das war meiner Meinung nach das absolute Minimum, was sie hätte tun können. Ich hätte es begrüßt, wenn sie gleichzeitig noch finanzielle Hilfen zugesichert hätte, den Wohnungsbau gefördert hätte, mehr Lehrer in Lohnbrot gestellt hätte, auch Irakern die Prüfung ungeprüft Asyl eingeräumt hätte und. Aber dass sie schon mal ein wenig in die Richtung was getan hat, finde ich persönlich ganz anständig. Akzeptanz bitte. Apropos anständig, Terrorismus finde ich blöd, Krieg finde ich blöd, Vergewaltigung finde ich blöd, generell Gewalt gegen andere Menschen oder Tiere. Nun, wie mein Vorredner schon gesagt hat, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Was erzeugt eigentlich Anstand und Fürsorge? Und nochmal aktuell zum Thema Köln. Ich kenne einige Personen, auch Frauen, die an Silvester in Köln waren, am Kölner Hauptbahnhof. Und es ist schrecklich, was da passiert ist. Und es ist immer schrecklich, wenn Menschen meinen, andere Menschen zu verachten oder ihnen Gewalt anzutun. Und dagegen müssen wir vorgehen. Egal, ob die Gründe davon in der Religion sind, in der Kultur oder in der Erziehung liegen mögen. Ich habe zwar weder den Koran noch die Bibel vollständig gelesen, aber ich bin mir sicher, in beiden Büchern steht genügend drin, dass man jede noch so abstruse Regel daraus ableiten könnte. Man findet in beiden Texten Texte gegen Frauen, Homosexuelle und Ungläubige, aber auch in beiden Texten Texte für ein harmonisches und friedliches Zusammenleben. Ich denke nur, andere Religionen kritisieren ist immer generell einfacher, als die eigenen Ansichten zu hinterfragen. Und verallgemeinern ist einfacher als differenzieren. So. Ich soll langsam zum Ende kommen. Ja! Gut, dann. Ja, dann kommen wir einfach direkt zum Ende. Ich möchte mich bedanken, dass Sie meine persönliche Meinung angehört haben. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung. Und ich hatte in der Vergangenheit das Gefühl, dass hier immer recht ähnliche Meinungen geäußert wurden. Das wollte ich hiermit ändern. Vielen Dank.
Also ich weiß, dass es immer schwierig ist, Emotionen zurückzuhalten. Wir haben das letzte Woche auch im Malzhaus erlebt. Ich möchte jetzt mich erstmal bedanken bei euch, dass ihr so relativ ruhig geblieben seid. Wie gesagt, denkt an die Armlänge Abstand und als nächstes kommt Robby Schirm. Danke. Er ist übrigens aus Leipzig extra hierher gekommen. Hallo Blauen, hallo Gäste, hallo Deutschland und hallo Welt da draußen. Mein Name ist Robby Schirm. Ich bin heute zum zweiten Mal aus Leipzig hergekommen. Ich nehme das an. Ich schwöre, dass ich hier oben stehe, damit es dem Volk, den Tieren, der Natur und überhaupt der Welt besser geht. Weil die gesamte Welt gefährdet ist. Wenn wir, die einfachen Menschen, jetzt nichts unternehmen, ist es vielleicht zu spät. Deshalb rufe ich alle, und ich meine alle auf, fangt an, etwas zu tun. Nur hier demonstrieren ist nicht genug. Wir brauchen in allen Bereichen riesige friedliche Massenbewegungen, die jetzt den noch Regierenden den Weg zeigen, welcher fürs Volk und nicht für die über 10.000 mit ihren Verbündeten ist. Die Situation ist viel schlimmer, als wir uns das alle vorstellen können. Wir alle werden von früh bis spät, von vorn bis hinten belogen, betrogen, manipuliert. Von der Wirtschaft, mit Hilfe der Politiker, vom Staat selbst, in allen Bereichen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das mit der Manipulation geht, damit ihr den Ernst der Lage erkennt. Also, ich bitte jetzt, denken Sie alle jetzt nicht an kleine rosa Elefanten mit Schleifen. Funktioniert. So, jetzt kommen wir zu millionenfachen Beispielen, tägliche. Ich behaupte, unsere Lebensmittelindustrie macht uns krank mit ihren Kreationen. Die Lebensmittelindustrie tanzt uns auf und Verbrauchern mit Hilfe der Politik auf der Nase rum. Seht mal nach, was ihr esst und trinkt. Das kann nicht alles rechtens sein. Wo ist noch das drin, was draufsteht oder abgebildet ist? Was für Chemie-Cocktails finden wir in für uns normalem Essen? Das sind Sachen, die kann ich kaum aussprechen, geschweige einordnen. Warum ist das so? Wegen Profit? Nur wegen Profit. Der Fairnesshalber muss noch gesagt werden, dass wir vier Sachen immer in Übermaßen in unserem Fraß finden. Das sind teures Wasser, Fett, Zucker und Salz. Alles sehr nahrhaft. In diesem Zusammenhang rufe ich mal auf an die Tiere, wie Schweine, Kühe, Rinder, Hühner, Fische, wie alle anderen Nutztiere zu denken. Was tun wir diesen Geschöpfen an, damit wir gut leben können? Dort muss schnellstens gehandelt werden, um die Lebensbedingungen zu verbessern. Natürlich müssen wir unser Konsumverhalten dementsprechend ändern. Damit das passiert, rufe ich die Gesamtheit der Tierschützer auf, bringt mehr Fakten und Bilder in die Bevölkerung. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Übrigens bekommen wir auch Antibiotika etc. mit unser Fleisch und Geflügel. Mit dem Gemüse kommt noch ein bisschen Pflanzenschutzmittel, Glyphosat dazu, welches die EU-Kommission wieder mal nebenbei durchgewunken hat. Das muss rückgängig gemacht werden. Wir brauchen schärferen Verbraucherschutz. Kommen wir zur Pharmaindustrie, die für und gegen alles eine chemische Keule für jeden entwickelt hat. Was wir durch Konsumieren der Lebensmittelchemie für Krankheiten bekommen haben, können wir durch die Chemie der Pharmakonzerne wieder einigermaßen hinbiegen. So ein Zufall. Deutschland liegt ganz vorn im Konsum von Arzneimitteln. In einem Bericht habe ich erfahren, dass jeder Deutsche im Durchschnitt alle 2 Stunden eine Tablette einwirft. Das hilft wirtschaften. Es gibt laut Berichten über 1 Million Tablettensüchtige in Deutschland. Valium ist da die Volksdroge. Unser Energieverbraucher und der Staat ist der Hit. Energie wird immer teurer und wer sich im privaten Haushalt nicht mehr leisten kann, weil der Verdienst im Vollzeitjob nicht reicht, den wird er abgestellt. Wer verbraucht den meisten Strom in Deutschland? Die Industrie. Wer bezahlt den? Es gibt ein Beispiel, zum Beispiel die Aluindustrie. Die ist schmutzig, teuer und überflüssig. Dort werden im einen Betrieb 4,2 Milliarden Kilowattstunden verbraucht. Die werden mit 450 Millionen Euro subventioniert. Das ist die Trimet Aluminiumhütte mit 1200 Mitarbeitern. Das bedeutet, der Staat gibt pro Jahr 440.000 Euro und Arbeitsplatz aus an Subventionen.
die dem normalen Bürger fehlen, obwohl kein Geld da ist. Auf der anderen Seite gibt es die wie mich, zwei abgeschlossene Berufsausbildungen, Zimmermann und Kaufmann. Aber ich bin jetzt nur Hilfsarbeiter auf dem Bau mit Existenzangst. Ich musste schon oft in Leiharbeitsfirmen für einen Hungerlohn arbeiten, damit ich nicht ganz pleite gehe. Das Arbeitsamt rechnet mir Guthaben an, dass ich durch staatliche Kontrolle verloren habe. Wegen dieses Geistergutachten habe ich keinen Hartz-IV-Anspruch. Aber für unsere Flüchtlinge sind mindestens 1.000 Euro im Monat per Gesetz zur Verfügung. Deutsche Subventionspolitik ist schuld, zum Beispiel, dass ein Huhn in Afrika, aus Afrika, teurer ist als ein Huhn aus Deutschland. Der afrikanische Bauer kann das nicht verkaufen, muss somit hungern. Das finde ich super. Unsere Energieerzeuger, Kraftwerksbetreiber machen Gewinne und ziehen sich aus der Verantwortung, wenn es um die Folgen daraus geht. Ja, die Politik macht mit, es muss sofort ein neues oder auf den neuesten Stand gebrachtes Gesetz her oder in Kraft treten, dass das Verursacherprinzip zu 100% umsetzt. Das bedeutet, die Kraftwerksbetreiber müssen sofort und bindend verpflichtet werden, alle Schäden und Gefahren, die sie verursacht haben, selbst mit ihrem Gewinn wieder in Ordnung zu bringen. Beim einfachen Bürger wird das Prinzip auch angewandt. Es muss sofort Geld bereitgestellt und eingefroren werden, bevor das die Konzerne verschwinden lassen. Übrigens sind die Berechnungen zur Abarbeitung der Altlasten viel zu niedrig angesetzt. Alle Steuerprivilegien für Industrie müssen abgeschafft werden. Wer seine Kosten nicht tragen kann, ist nicht marktfähig und muss eben aufhören. Oder es muss ein anderes System her, wenn wir uns aussuchen. Wie ich schon sagte, die Situation ist viel schlimmer, als wir uns das alle vorstellen. Nachzuschauen in zig Sendungen mit hunderten Berichten, zum Beispiel Monitor plus minus Markt, Checkratgeber und so weiter. Aber die Hoffnung stirbt zum Schluss. Damit ihr euch alle ein Bild machen könnt, tut Folgendes. Geht ins Internet und macht YouTube auf. Seht euch an, was in Deutschland und der Welt los ist. Dort gibt es neben viel Müll, muss ich so sagen, auch die richtigen und nützlichen Infos, Zusammenhänge und Hintergrundinformationen. Ihr werdet nicht für möglich halten, was ihr dort an echt kranken Wahrheiten findet. Bitte sagt und postet. Postet? Heißt das so? Scheiß eigentlich, was hier alles abgeht. Die ihr kennt, was ihr erfahren habt und wo es zu finden ist. Damit es mehr Menschen gibt, die Bescheid wissen und uns unterstützen. Ich habe hier ein paar Top-Adressen mit Suchbeiträgen für euch alle. Ach du Heimatland, das wird nie was. Prädikat sehr wertvoll. Passt auf. Kabarett. Volker Bispers zeigt in allen Themen seit Jahren die erschreckende Wahrheit, die dort, ZDF-Show, Ingo Appel, die Anstalt, Christoph Sieber mit Hoffnungsoptimistisch. Musik, hört euch an, die Musik von Bandbreite. Da gibt's die Lieder. Was ist los in diesem Land? Es regiert die Mafia. Danke für das Monster, das Finanzsystem, etc. pp. Wirtschaft und Geld. Leute, Mr. Dax, Dirk Müller. Viele hervorragende Infos, Zusammenhänge, Grundwissen etc. über die Finanzwelt. Leicht verständlich. Für jeden unbedingt ansehen. Ihr werdet einiges nicht für möglich halten, was dort passiert. Politik, ihr findet Aufnahmen mit Politikern und Zitate. Herr Seehofer hat gesagt, die Entscheider sind nicht gewählt. Die Gewählten haben nichts zu sagen. Herr Gabriel, wir haben keine Bundesregierung. Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation. Herr Schäuble, seit 8.45 ist Deutschland zu keinem Zeitpunkt souverän gewesen. Herr Tertin spricht von einer Firma Deutschland. Herr Lafontaine, Gewinne werden privatisiert, Verluste werden sozialisiert. Ihr findet von ehemaligen Generalmajor Schulze, Ronow im Internet, drei offene Briefe an die Regierung und Merkel mit bösen Fakten, skandalösen Wahrheiten und bitteren Folgen für Deutschland. Auch andere offene Briefe. Der Reformvertrag steht über deutschen Interessen und deutschen Gesetz. Genauso geht es anderen Staaten auch. Das muss geändert werden. Übrigens steht auch im Internet was zur Schuldlüge der Deutschen bezüglich Ersten und Zweiten Weltkrieg. Da kommt dann noch England, Frankreich, Amerika und Russland vor. Weiß keiner mehr heutzutage. Wahrheit wurde einfach weggestrichen. Seht euch unbedingt mal die Reden von Gregor Gysi und Sarah Wagenknecht im Bundestag an. Ich hätte nicht möglich gehalten, dass ich für diese Herrschaften mal Reklame mache. Aber genau diese haben der jetzigen und letzten Bundesregierung die Stirn geboten und sich wirklich für uns in Deutschland eingesetzt. In dieser Form und Deutlichkeit hat keine CDU, CSU, FDP, SPD oder Grüne jemals nicht nur Kritik geübt, sondern
Lösung angeboten. Die größte Herausforderung dabei ist, sich von der amerikanischen Knechtschaft zu befreien und ein freies, friedliches, demokratisches Deutschland aufzubauen. Die Macht der Banken und Konzerne muss gebrochen werden. Das gilt per Grundgesetz. Wir brauchen sehr schnell eine neue Regierung, die durch das Volk gewählt wurde. Also brauchen wir schnell Volksentscheide. Was? Ach, nein, das wird nicht. Na gut, ich habe ja noch unsere. Bertolt Brecht hat gesagt, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ganz wichtig, eine sehr große Gefahr für ganz Europa sind die geheim verhandelten Freihandelsabkommen. Mein Appell an alle, wir müssen dagegen klagen. Wenn etwas für viele Menschen so viel Gutes bringt, warum ist es so geheim? Wir brauchen neue, bessere Standards für Europas Menschen und die Welt, aber keine Freihandelsabkommen, die das Gegenteil bedeuten. Hängt euch an die Klage von Marianne Krimmenstein, ich habe ja was mitgebracht, die das Gegenteil bedeuten. Ja, es gibt schon 32.000 Anhänger und das ist alles kostenfrei. Das wird die größte Sache vor Gericht. Ich muss zum Ende kommen, das kann ich hier mal weglassen. Wir brauchen in Deutschland wieder ein Miteinander. Jung und alt, Ost mit West, wir müssen alle miteinander was tun. Männer, Frauen, Land und Landbevölkerung und natürlich die Städte. Wir brauchen unbedingt ein paar neue Geschichten, also Leben miteinander. Dazu gehören vor allen Dingen als erstes Wahrheit und Klarheit im Staat und über den Staat, weil keiner weiß mehr, was hier los ist. Wir brauchen Recht und Gerechtigkeit, richtige Bestrafung der schuldigen Verantwortlichen. Das kann nicht bedeuten, dass die Regierungen, wenn die abgesetzt sind, wieder in der Wirtschaft verschwinden. Ich bin für entlassen, arbeitslos machen, Geld wegnehmen, in Hartz IV stecken, mindestens für 3 Jahre, dass die mal wissen, was hier los ist. Vor dem Gesetz sind alle gleich zu behandeln. Abschaffung von Privilegien für Minderheiten der Staats- und Staatsbedienten. Neue Nachvollziehe und halbwegs gerechtes Steuerrecht ohne Befreiung für die Großen. Wir brauchen wieder Vernunft allgemein, vor allem wo Gerechtigkeit strittig ist. Und unbedingt für Umwelt- und Tierschutz. Respekt und Vertrauen müssen wieder aufgebaut werden. Ich komme ja sofort zum Schluss. So ein Mist. Ich habe ja so viel. Gut, ich mache noch einen letzten Absatz. Ich habe ja noch ein paar Fakten für die letzten Zweifler am System, die am System festhalten. 2015 hatten offiziell 6,9%, das waren 3.017.000 Arbeitslose, waren gemeldet. In Wirklichkeit waren es 8,72%, das sind 3 Millionen über 800.000. Wir haben 380.000 Obdachlose. Ich würde in so einem reichen Land, wie es Deutschland ist, verbieten, dass es Obdachlose gibt, weil das kann gar nicht sein. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum, es fehlt an allen Straßen, Brücken, alles geht in den Arsch. Keine Kinder und zu wenig Plätze dafür. Da haben wir aber Leute, Multis, 10.000, die mit dem Geld nicht wissen, wohin. Recht, Ordnung, Gleichheit, Würde haben ein ganz anderes Bild laut Definition, als es praktiziert wird. Der Hit ist, unser Staat hat, das ist eine Wahnsinnszahl, 2 Milliarden Euro Staatsverschuldung. Das ist zur Information eine 2 mit 12 Nullen. Das kann nie zurückgezahlt werden. Ja? Und dann holt die noch einen Haufen Asylanten hier ins Land, wovon die wenigen alles mit Füßen treten. Recht, Ordnung, Gesetz, Vergewaltigung, Mord und Totschlag, Prostitution, das kann nicht sein. Selbst unsere Schulkinder sind davon betroffen. 2 Sätze habe ich noch. Wenn die Welt wirklich wollte, dass es keine Terroristen und Flüchtlinge gibt, dann wäre das so. Es ist so viel Geld in der Welt vorhanden, das reicht für alle, für jeden und für alles. Aber es ist schlecht verteilt. So, mein Appell an Deutschland, Bürger von Deutschland, vereinigt euch und Menschen von Europa, vereinigt euch, dass das wieder ein richtiges System wird. Europa braucht eine neue Chance, wir müssen Kriegshandlungen beenden und Deutschland braucht als erstes Sicherheit, innere Sicherheit. Weil nur ein gesundes, starkes Deutschland nützt dem Ganz, der ganzen Welt. Danke. Vielen Dank, Robby. Liebe Plauner, liebe Gäste, liebe Unterstützer deutschlandweit. Nach nunmehr 5 Monaten, die wir gemeinsam Politik auf die Straße bringen, ist es an der Zeit,
einiges, was wir mit Ihnen zusammen auf die Beine gestellt haben, vorzustellen. Die gemeinsame Petition von der Bürgerplattform für demokratische Erneuerung und WSD hatte über 800 Unterschriften gesammelt und ist im Dezember an Herrn Heidern übergeben worden, der sie an die zuständigen Stellen weitergeleitet hat. Die Antworten vom Auswärtigen Amt und dem Petitionsausschuss sind bei uns auf der Facebook- und Internetseite einsehbar. Die Resolution zur Flüchtlingspolitik mit 2.996 Unterschriften ist am Donnerstag im Malzhaus an unseren Oberbürgermeister Herrn Oberdorfer übergeben worden, der sie freundlicherweise entgegengenommen hat und auf diese weiterleiten wird. Durch den Spendenaufruf für Vogtländer, die unsere Hilfe brauchen, sind insgesamt 700 Euro zusammengekommen. Mit diesem Geld haben wir einer Familie eine dringend benötigte Waschmaschine und einer Frau einen Gefrierwürfel kaufen können. Die Familien sind durch die Sozialarbeiter der Diakonie ausgesucht worden. Wir werden und wollen auch in Zukunft Menschen hier in der Region helfen. Wenn Sie spenden wollen, dann gerne über unser Vereinskonto mit dem Zusatz Spende für Vogtländer. Wenn dann genügend Geld zusammen ist, sind wir diesmal auf Ihre Vorschläge angewiesen, wer unsere aller Hilfe braucht. Wir waren auch schon zweimal auf den sogenannten Blauner Gesprächen, zu denen die Kirche, der Landrat und unser Bürgermeister eingeladen hatte. Viele Zuhörer waren damit mehr als unzufrieden. Die letzte Veranstaltung ist aufgezeichnet worden und steht im Netz bei YouTube in drei Teilen unter dem Namen Zweite Blauner Gespräche. Besonders interessant übrigens der dritte Teil. Aus diesem Grund haben wir uns Gedanken gemacht. Liebe Blauner, liebe Gäste, vielleicht ist der eine oder andere hier der Meinung, wir sollten gleich an die ganz große Politik in Berlin ran. Wir sind der Meinung, wir gehen erst einmal die in unserer Stadt und unseren Landkreis an und versuchen da, das Leben für alle ein Stück lebenswerter zu machen. Aber auch das geht nur, wenn Sie uns unterstützen. Aus diesem Grund haben wir die Blauner Spitzengespräche von und mit WSD ins Leben gerufen, die ab sofort einmal im Monat im Malzhaus in Blauen stattfinden werden. Denn ist das eine hier auf dem Markt zu stehen, aber das andere sich gemeinsam zu unterhalten und Lösungen zu suchen. Der erste Termin ist der 18.02.2016 um 19 Uhr. Wir laden jeden ein, egal welcher Beruf, ob Schüler, Hartz-IV-Empfänger, Millionär, Arzt, Politiker, Journalist, Rentner oder, der ein Interesse daran hat, hier in seiner Region etwas zu ändern. Was daraus wird? Wir wissen es nicht. Aber getreu unter dem Motto, der Weg entsteht beim Gehen, hoffen wir auf das Beste. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, in ganz Deutschland beginnt in jeder Stadt, in jedem Landkreis solch eine Initiative. Dann besteht nämlich die Möglichkeit, doch die ganz große Politik in Berlin zu treffen. Liebe Frau Superintendentin Weyer, wir möchten uns bei Ihnen in aller Form entschuldigen, dass wir zu unserer Blauner Spitzengesprächen auf Ihrer Veranstaltung eingeladen haben. Das war vielleicht nicht ganz glücklich, aber uns geht es ausschließlich um die Sache. Und was den letzten Teil Ihrer Ansprache betrifft, darüber muss ich erstmal in Ruhe nachdenken. Sehr geehrter Herr Richter von der Landeszentrale für politische Bildung, neutral ist anders. Aussage, Zitat, die Demonstrationen sind meiner Meinung nach kein Ort zum Zuhören, das ist kein Ort fürs Kleingedruckte. Was wollen Sie uns damit sagen? Und Zitat, wir haben die beste Herrschaftsform und Gesellschaftsordnung, die Deutschland in seiner Geschichte je hatte. Und weil manche meinen oder Sie meinen, dass etwas gut ist, heißt es ja nicht, dass es vielleicht noch viel besser werden könnte. So, und zum Schluss noch ein paar Gedanken zum Auseinanderbrechen von Europa durch die Flüchtlingspolitik unserer Bundesregierung. Ich habe mir überlegt, wie ich es so erklären kann, dass es jeder versteht. Stellen Sie sich ein altes Bauernhaus vor, und das nennen wir Europa. Im Erdgeschoss wohnt meine Schwiegermutti, die nennen wir jetzt mal Kanzlerin, und mein Schwiegervati, den nennen wir mal das deutsche Volk. In der zweiten Etage wohnt mein Mann, unser Sohn, ich, unsere Tiere. Diese Etage nennen wir mal alle anderen Staaten, alle souveränen Staaten von Europa. Jeder hat in diesem Haus seinen eigenen Eingang und kann in seiner Terrasse machen, was er will. Aber wenn es um Sachen geht, die das Haus und das Grundstück betreffen, entscheiden wir gemeinsam. Und Sie werden es nicht glauben, aber das Zusammenleben funktioniert. Wir respektieren uns und für unseren Sohn ist es das Größte, was es gibt.
So stelle ich mir vor, haben die Gründungsväter von Europa mal gedacht. Jetzt aber kommt meine Schwiegermutti auf die Idee, weil sie ein mitfühlender Mensch ist, es gibt Menschen, die ihre Hilfe brauchen, und öffnet ihre Etage und fragt auch nicht meinen Schwiegervati, das deutsche Volk, was es davon hält. So weit, so gut. Wir in der zweiten Etage wundern uns zwar, warnen sie auf, aber schließlich ist es ihre Etage und sie kann damit machen, was sie will. Solange der Schwiegervati, also das deutsche Volk, mitmacht. Jetzt gibt es aber zwei Probleme. Erstens, meine Schwiegermutti ist der Meinung, weil sie mehr Geld hat als wir, bestimmt sie auch, was da abgeht im Haus. Und legt eines Tages fest, wir müssen auch unsere Türen öffnen, ohne uns vorher gefragt zu haben, ob wir mit ihrer Politik einverstanden sind. Wir halten dann erst einmal Familienrat und entscheiden, nein, wir lassen unsere Türe zu. Das mag vielleicht moralisch nicht okay sein, ist aber unsere Entscheidung, weil wir ja trotzdem in einem Haus leben, welches sich Europa nennt und ein souveräner Staat sind. Gleichzeitig beginnt mein Schwiegerpapi aufzubegehren, weil er schon gefragt werden möchte, also das deutsche Volk, wenn Entscheidungen von der Tragweite getroffen werden, wie sie meine Schwiegermutti getroffen hat. Dann habe ich mir überlegt, wie könnte die Lösung aussehen? Als erstes müsste meine Schwiegermutti meinen Schwiegervater mal fragen, was er überhaupt möchte, zum Beispiel durch Volksentscheid. Und mit der Antwort müsste sie dann leben und das umsetzen. Darauf hat sie ja einen Eid geschworen, als die zwei geheiratet haben. Das würde Vertrauen in die ganz große Politik bringen. Und als zweites sollte sie vielleicht mal bei uns umklingeln und ganz netten anfragen, was denn der kleinste gemeinsame Nenner ist und ob wir nicht vielleicht gemeinsam den Dachboden ausbauen wollen und dort den Menschen in der Nähe ihrer Heimat helfen. Dann besteht vielleicht die Chance, dass wir nicht ausziehen aus dem schönen alten Bauernhaus, was wir Europa nennen, weil wir uns auf Augenhöhe begegnen. Mutti, Vati, ihr seid die tollsten Schwiegereltern der Welt. Ich brauchte euch auch mal als Beispiel. Und damit, liebe Blauner, liebe Gäste hier auf dem Platz und Unterstützer deutschlandweit, wir wünschen Ihnen eine tolle Faschingszeit und sehen uns wieder in 2 Wochen hier am 14.02. wie immer um 16 Uhr zum Valentinstag. Vielen Dank und bis dahin. Der Herr Lobert möchte gerne noch ein Witz loswerden, hat er gesagt. Ja, liebe, ich sage immer wieder Patrioten, weil ihr für mich alle Patrioten seid. Ich könnte jetzt darauf eingehen, dass die Schweden eine linksgerichtete Regierung haben, die 80.000 Leute ausweisen, dass zum Beispiel die Österreicher 50.000 Menschen ausweisen werden und deshalb sollte diese Bundesregierung ganz schnell anfangen, auszuweisen. Aber ich sage was anderes noch, was Interessantes. Es kommt eine Fee und trifft einen Asylbewerber und sagt zu dem Asylbewerber, auch du hast 3 Wünsche frei. Da sagt er, mein erster Wunsch, ein großes Haus. Zack, steht ein Haus da. Mein zweiter Wunsch, ein großer BMW. Zack, steht ein BMW da. Und dann sagt die Fee nun, und dein dritter Wunsch? Naja, ich bin hier in Deutschland, ich möchte ein guter Deutscher werden. Kannst du das machen? Ja, sagt sie. Zack, ist das Haus weg. Zack, ist der BMW weg. Moment. Und da sagt er, das ist aber so nicht in Ordnung. Doch, jetzt bist du ein guter Deutscher, jetzt musst du dafür arbeiten. Schönen Nachhauseweg.